Gut, wiederholen wir kurz, was wir das letzte Mal besprochen haben am Freitagnachmittag. Wir haben uns gemeinsam darüber unterhalten, wie Schlüsselmoleküle der extrazellulären Matrix gebildet werden, wie Kollagene gebildet werden, wie Kollagene assemblieren und dass Kollagene und die Familie der Kollagene und der extrazellulären Matrix-Proteine circa 25% der gesamten Proteinmasse eines menschlichen Körpers ausmacht. Das ist eine unvorstellbare große Menge. Worüber ich heute mit Ihnen sprechen möchte, ist, wie Zellen dieses logistische Problem lösen. Wie bringen Zellen Kollagen aus den Zellen raus? Wie kommen Integrine aus den Zellen raus? Also jene Proteine, die wir das letzte Mal auch kurz besprochen haben, mit denen die Zellen dazu verwenden, um an die extrazelluläre Matrix zu binden. Und wie kommen andere extrazelluläre Proteine oder extrazelluläre Matrixproteine aus den Zellen hinaus? Was wäre so die Standardantwort? Was sind so die Wege, wie Proteine aus Zellen gelangen? Was fällt Ihnen dazu so ein? Vesikel, ja, genau. Geht es ein bisschen genauer? Wie heißt dieser Weg? Exozytose, ja, oder der sekretorische Weg. Erinnern Sie sich, alle Proteine, die in die extrazelluläre Matrix gelangen, müssen zunächst am endoplasmatischen Retikulum kotranslational ins endoplasmatische Retikulum inseriert werden und werden dann über vesikuläre Transportprozesse vom endoplasmatischen Retikulum über den Golgi-Apparat zur Plasmamembran transportiert und dort findet dann die finale Fusion statt. Von sekretorischen Vesikeln mit der Plasmamembran. Die Proteine können in die extrazelluläre Matrix entlassen werden. Und über diese Wege haben Sie schon einiges gehört und welche Schritte dafür verantwortlich sind. Nekrose stimmt nicht. Nekrose, Tomaso hat geschrieben, Nekrose ist eine bestimmte Form von Zelltod. Bei Nekrose ist eine Art von Zelltod, die nicht kontrolliert stattfindet und die immer mit Entzündungsreaktionen einhergeht, im Gegensatz zur Apoptose. Also Nekrose hat damit nichts zu tun. Gut, so die Schlüsselschritte des vesikulären Transportes sind, glaube ich, bekannt. Die haben Sie in der Zellbiologie 1 Vorlesung beim Professor Huber und in der Zellbiologie 2 Vorlesung bei mir auch zu Genüge kennengelernt. Also wir wissen, es gibt ein Donor-Compartment. In diesem Donor-Compartment werden die zu transportierenden Stoffe entweder über Rezeptoren an Membranproteine gebunden und diese Membranproteine interagieren mit sogenannten Code-Proteinen. Diese Code-Proteine bilden dann diese Transportvesikel. Diese Transportvesikel bewegen sich dann entlang des Zytoskeletts zu den Akzeptor-Compartments. Am Akzeptor-Compartment werden diese Vesikel getethert über sogenannte Tethering-Prozesse und fusionieren dann schlussendlich mit dem Akzeptor-Compartment. Und ich glaube, über Vesikelfusion und diese Vesikeltransportschritte haben Sie auch in der Zellbiologie 3 mit dem Professor Huber und den damit verbundenen Erkrankungen schon einiges gehört. Was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, ist ein bisschen was anderes. Ich möchte Ihnen einmal versuchen, historisch zu erklären, wie diese Vesikeltransportmaschinerien identifiziert worden sind. Und was man darüber weiß und wieso all das, was wir darüber wissen, nicht dafür verantwortlich sein kann, wie Kollagen aus den Zellen kommt. Ja? Weil Kollagen, erinnern Sie sich, pro Kollagen im endoplasmatischen Retikulum ist ca. 300 Nanometer groß. Und die Transportvesikel, die hier gebildet werden, die sind irgendwo so zwischen 50 und 65 Nanometer im Durchmesser. Das heißt, pro Kollagen kann in diesen Vesikeln, in diesen klassischen Transportvesikeln, keinen Platz finden. Dennoch ist es wichtig zu verstehen, wie diese ursprünglichen Maschinerien für den Vesikeltransport identifiziert worden sind, weil es auch sehr lehrreich ist und zwei unterschiedliche Approaches dafür verwendet wurden. Aber schauen wir uns zunächst nochmal den Secretory Pathway an und was man so über den Secretory Pathway weiß und welche Tools verwendet werden, um diesen Prozess der Sekretion zu studieren. Warum ist das so wichtig oder warum kommen der Professor Huber und ich auch immer wieder in unseren Zellbiologie-Vorlesungen drauf zu sprechen? Auf der einen Seite, weil
wir wahrscheinlich beide als Zellbiologen von diesen Prozessen fasziniert sind, aber auf der anderen Seite auch, weil das natürlich jene Prozesse sind, die die Kommunikation auch zwischen unterschiedlichen Geweben in unserem Körper ermöglichen. Der Grund, warum sie ihren Arm anspannen können, liegt daran, dass genau solche Vesikel transportiert werden und dann über Synapsen Neurotransmitter ausgeschüttet werden können. Der Grund, warum sie Insulin produzieren und dadurch ihre Zellen in der Lage sind, Zucker aufzunehmen, liegt daran, dass Insulingranula gebildet werden im Pankreas. Sind auch Vesikeltransportprozesse und die sekretiert werden. Das heißt, die Kommunikation von unterschiedlichen Geweben und daher unterschiedlichen Zellen im Körper sind genau von diesen Prozessen abhängig. Das heißt, das Vorhandensein von Multizellularität ist darauf zurückzuführen, dass es eine Kommunikation zwischen Zellen gibt. Und für diese Kommunikation zwischen Zellen braucht es natürlich diese vesikulären Transportprozesse, um Hormone zu sekretieren, um extrazelluläre Matrix zu sekretieren, um Wachstumsfaktoren zu sekretieren und so weiter und so fort. Neurotransmitter, you name it. Ja, all das, was es erlaubt, Informationen von einem Gewebe zum anderen Gewebe zu schicken, braucht diese Prozesse. Und man kann diese Prozesse in Zellen eigentlich sehr gut studieren mittlerweile, weil es aufgrund jahrzehntelanger Forschung dazu auch sehr viele Tools mittlerweile gibt und grundlegende Erkenntnisse. Also in dem Video, das ich jetzt starten werde, das hoffentlich funktioniert. Fluorescently labeled membrane proteins. Hören Sie die Dame sprechen? Jawohl, dann lasse ich das Video weiterlaufen. Fluorescently labeled membrane proteins start their journey to the plasma membrane after synthesis in the endoplasmic reticulum. They are first dispersed throughout the extensive membrane network of the endoplasmic reticulum, from where they move to exit sites that form in random locations in the membrane network. At each of these sites, the membrane proteins are concentrated and packaged into transport vesicles. Clusters of the transport vesicles fuse to form transport intermediates. At the next stage, transport intermediates move along microtubule tracks to the Golgi apparatus near the center of the cell. The membrane proteins exit the Golgi apparatus. They move in transport vesicles that are now pulled outward on microtubules, which deliver them to the plasma membrane. Each time a Golgi-derived vesicle fuses with the plasma membrane, its content proteins disperse. Genau, also ich glaube, in diesem Movie haben Sie sehr gut gesehen, wie normale Cargos, relativ kleine Cargos, zunächst vom ER, das hier dargestellt ist, das sich über die ganze Zelle verteilt, zum Golgi transportiert werden und dann vom Golgi-Apparat an die Plasmamembran und dann sekretiert werden. Für Kollagen braucht es andere Regeln. Aber damit man das versteht, muss man zuerst mal die Regeln verstehen, wie diese kleinen Transportvesikel gebildet werden. Und die zwei Männer, die dafür ausschlaggebend verantwortlich waren, sind Randy Shackman und Jim Rothman. Hier. Die beiden, Shackman und Rothman, haben zusammen mit Tom Südhoff auch den Nobelpreis für die Maschinerien, die vesikuläre Transportprozesse in Zellen organisieren, bekommen. Und wenn Sie Zeit und Muße haben und Sie sich in der Stimmung dazu fühlen, können Sie sich dieses YouTube-Video anschauen. Da erklären die beiden zusammen im Interview Shackman und Rothman gegenseitig die Experimente, die sie durchgeführt haben, um die Maschinerien zu identifizieren, die für die vesikulären Transportprozesse verantwortlich sind. Der Grund, warum ich die beiden gerne in Vorlesungen bringe und ihre Approaches, weil es sehr unterschiedliche Approaches sind. Randy Shackman hat sich einen Modellorganismus gewählt. Das war damals in den 70er, 80er Jahren sehr ungewöhnlich, weil da hat man nicht viel mit Modellorganismen gearbeitet. Und Shackman hat sich gedacht, es müsste möglich sein, mittels genetischer Screens Mutanten in Bäckerhefe zu identifizieren, die keine Proteine mehr sekretieren können. Das war der eine Approach. Shackman hat einen genetischen Approach verwendet, um die Maschinerie für den vesikulären Transport zu identifizieren. Jim Rothman hat einen biochemischen Approach verwendet, um die
um die Transportmaschinerien zu identifizieren. Und beide haben sehr komplementäre experimentelle Herangehensweisen verwendet, um schlussendlich zu denselben Resultaten zu kommen, was das Feld natürlich sehr rasch vorangebracht hat. Ich möchte Ihnen zuerst die Herangehensweise von Randy Shackman erklären und dann kurz die Herangehensweise von Jim Rothman erklären und dann sozusagen aufgrund der Arbeiten dieser beiden und auch aufgrund der Arbeiten von Tom Südhoff, der ähnliche Experimente an Synapsen durchgeführt hat, das Dogma des vesikulären Transportprozesses erklären, illustrieren und dann gleichzeitig auch klar machen, warum das für Kollagensekretion nicht funktionieren kann. Okay? Gut. Also, Shackman hat Bäckerhefe verwendet für das Sekretionssystem und zu der Zeit, wo Randy Shackman mit seinen Arbeiten begonnen hat, war es eigentlich überhaupt noch nicht klar, ob Bäckerhefe überhaupt einen sekretorischen Apparat besitzt, der dem von humanen Zellen ähnelt. Der Grund dafür ist vielleicht in diesen elektronenmikroskopischen Aufnahmen zu sehen. Hier sehen Sie eine Dünnschicht-elektronenmikroskopische Aufnahme einer Bäckerhefezelle, einer der populärsten Modellorganismen in der Biologie, ist vermutlich das bestverstandene eukaryotische Lebewesen, wenn man so will. Die teilen sich asymmetrisch. Hier sehen Sie eine Mutterzelle und aus dieser Mutterzelle heraus wächst eine Tochterzelle. Ja? Und Shackmans Annahme war, wenn diese Tochterzelle aus der Mutterzelle herauswächst, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie die zu Proteinen kommt, ist, dass diese Proteine von der Mutterzelle in die Tochterzelle sekretiert werden. Okay? Diese Annahme war gut und wie sich später herausstellt, auch richtig. Das Problem war allerdings, dass wenn man sich die Morphologie dieser Hefezelle anschaut, sieht man eigentlich den Zellkern sehr gut. Ja, den sehen Sie hier. Hier sehen Sie den Nuclear Envelope mit der inneren und der äußeren Membran. Also ER ist natürlich vorhanden und Sie sehen Mitochondrien. Was fehlt auf diesen Aufnahmen, was ganz essentiell ist für Proteinsekretion? Welche Organellen? Der Golgi, genau. Stellt sich heraus, dass Bäckerhefe keinen gesteckten Golgi hat, so wie Sie das kennen, mit einem wohldefinierten Cis- und einem Trans-Golgi. In Hefe sind diese Stacks disruptiert und über die ganze Zelle verteilt, aber es hat sehr wohl einen Golgi. Aber aufgrund der offensichtlichen Abwesenheit eines gesteckten Golgis in der Bäckerhefe, andere Hefen haben sehr wohl einen gesteckten Golgi, aber diese Bäckerhefe, die sich Shackman ausgesucht hat und die wir alle inklusive meiner Arbeitsgruppe verwenden, die haben eben keinen gesteckten Golgi, sondern einen verteilten, einen dispersen Golgi-Apparat. Aber daher wurde bezweifelt, dass die Bäckerhefe tatsächlich ein geeignetes Modellsystem ist, um Sekretion zu studieren. Aber Shackman hat sich nicht unterkriegen lassen und hat es trotzdem probiert. Und seine Annahme war, Entschuldigung, jetzt gehe ich nochmal zurück, seine Annahme war, dass wenn Proteinsekretion stattfindet und wenn Proteinsekretion dafür verantwortlich ist, dass sich diese Tochterzellen ausbilden, dann müssen Mutanten, die Defekte in der Proteinsekretion haben, sehr, sehr dichte Zellen ausbilden und schwer werden. Schwerer als vergleichbare Wildtypzellen. Und diese Annahme hat er tatsächlich getestet und daraus einen Screen gemacht, indem er im Prinzip Zellen aufgrund ihrer Dichte getrennt hat. Zellen, die einen Sekretionsdefekt haben und die Proteine nicht mehr in die Tochterzelle sekretieren können, werden dichter als ihre vergleichbaren Wildtypzellen und daher schwerer. So, das war die Annahme und das hat tatsächlich funktioniert. Zusammen mit Peter Nowick und Charles Fields hat Randy Shackman am Beginn der 80er, also 1980, 23 Gene als Komplementationsgruppen hier bezeichnet, das ist eine Spezialität von Hefegenetik, ist nicht weiter wichtig, aber 23 Gene identifiziert, die dazu führen, dass Sekretionsdefekte auftreten. Ja, also das ist tatsächlich ein Landmark-Paper und diese Arbeit und die Nachfolgearbeiten, die auf dieser Arbeit beruhen, haben Randy Shackman dann auch den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin eingebracht. Gut, wie war das Experiment? Also der hat im Prinzip nichts anderes gemacht als Wildtyphäfen in einer Flüssigkultur gezüchtet, eine mutagene Substanz wie EMS zum Beispiel dazugegeben,
die Zufallsmutationen entlang der gesamten DNA einführt, dann inkubiert für eine bestimmte Zeit, in dem Fall waren es 5 Stunden bei 37 Grad, die Zellen wieder gesammelt und dann hat er diese Zellen zentrifugiert und hat leichte Zellen und dichte Zellen voneinander getrennt über einen Dichtegradienten, hat die ausplattiert bei permissiver Temperatur bei 23 Grad und hat dann getestet, welche von diesen Zellen, die bei 23 Grad wachsen, können nicht mehr bei hoher Temperatur wachsen. Warum sollten die bei hoher Temperatur nicht mehr wachsen können? Na, die sollten bei hoher Temperatur deshalb nicht mehr wachsen können, weil diese Mutationen, davon ging ja aus, dass der sekretorische Weg essentiell ist. Wenn der komplett zerstört ist, wenn die Nullmutanten sind, dann ist das eine letale Mutation. Das heißt, er hat temperatursensitive Mutanten gesucht, die erst bei 36 Grad oder bei nicht permissiver Temperatur das Wachstum einstellen, sehr wohl aber noch bei permissiver Temperatur wachsen. Das heißt, mit Hilfe dieses Screens konnte er temperatursensitive Mutanten identifizieren, die Defekte im sekretorischen Weg zeigen. Ja, jetzt ist das nochmal dargestellt, dieser Dichtegradient. Es gibt eine Fraktion von sehr dichten Zellen und diese dichten Zellen, die bei 37 Grad dicht sind, aber nicht bei Raumtemperatur, das sind jene Mutanten, in denen der sekretorische Weg defekt ist. Die hat er dann damals, 1980, müssen Sie sich vorstellen, hat es noch kein Gesamtgenom von Hefe gegeben oder von überhaupt irgendeinem Organismus, hat er dann mittels klassischer Genetik die entsprechenden Gene identifiziert und hat eben diese 23 Komplementationsgruppen, sprich 23 Gene gefunden, die für Sekretion verantwortlich sind. Das allein war schon interessant, aber richtig interessant ist es geworden, als sie dann diese temperatursensitiven, die sogenannten SEC-Mutanten, SEC steht für Secretion, diese Sekretionsmutanten unter dem Elektronenmikroskop studiert haben. Hier ist so ein Beispiel, die sogenannte SEC4-Mutante, vollkommen egal, was das ist. Entschuldigen Sie, darf ich ganz kurz da an das Telefon gehen? Ich bin in 5 Minuten wieder bei Ihnen.
So, entschuldigen Sie bitte, ich bin wieder zurück, aber es geht ein bisschen drunter und drüber. Gut. So, wir haben jetzt gerade diese SEC-Mutanten analysiert, identifiziert in einem genetischen Screen, und jetzt das nächste, was man dann macht, wenn man eine Gruppe an Mutanten analysiert oder identifiziert in einem Screen, ist, dass man die Phänotypen dieser Mutanten analysiert. Und wenn man sich beispielsweise diese SEC4-Mutante unter dem Elektronenmikroskop ansieht, dann erkennt man bei permissiver Temperatur eigentlich keine großen Auffälligkeiten. Hier ist der Kern, peripheres, also nukleares ER, weiteres ER, diese dunklen Flecken hier, das ist die Vakuole. Shiftet man diese SEC4-2-Mutante allerdings auf nicht permissive Temperatur bei 37 Grad, sieht man plötzlich, wie sich die gesamte Zelle mit kleinen Vesikeln anfühlt. Ja? Ich glaube, das ist relativ eindrücklich zu erkennen hier, dass die dann vollgefüllt wird mit diesen kleinen Vesikeln. Und diese Vesikel entstehen deshalb, weil diese Vesikel nicht mehr mit ihren Zielmembranen fusionieren können. Und ich glaube, in dem Moment, wo Sie diese ersten Bilder gesehen haben, dieser SEC-Mutanten bei der nicht permissiven Temperatur, war Scheckmann und Novick absolut klar, dass sie ganz, ganz wichtige Player im Vesikeltransportfeld identifiziert haben und wahrscheinlich den gesamten Pathway. Und da stellt sich tatsächlich heraus, dass sie dann diese ganzen SEC-Mutanten, also SEC1 bis 23, morphologisch gemappt haben und all diese Mutanten auch unterschiedliche Phänotypen gehabt haben. In manchen hat man eben diese Vesikel gesehen, so wie bei dieser SEC4-Mutante. In manchen hat man nur endoplasmatisches Retikulum gesehen und in anderen dann diese Berkeley-Bodies. Was bedeutet das dann, wenn diese Mutanten unterschiedliche Phänotypen haben und unterschiedliche Klassen von Phänotypen, also sagen wir mal diese Vesikelklasse und diese ER-Klasse? Was würden Sie daraus schließen, wenn Sie so ein Resultat bekommen? Also eine Schlussfolgerung, die man daraus natürlich ziehen kann, ist, dass alle Mutanten, die diesen Vesikelphänotyp zeigen, gemeinsam an einem Schritt arbeiten, der dafür verantwortlich ist, dass diese Vesikel wieder verschwinden. Das heißt, sprich, dass diese Vesikel mit ihrer Zielmembran fusionieren können. Und alle Mutanten, die nur das ER zeigen, diesen ER-Phänotyp zeigen, sind vielleicht dafür verantwortlich, dass diese Vesikel gebildet werden. Oder? Also diese Mutanten funktionieren an unterschiedlichen Stufen in diesem Prozess. Und das kann man natürlich auch testen. Man kann nämlich Doppelmutanten herstellen. Ja, man kann beispielsweise eine SEC18-Mutante, die nur so einen ER-Phänotyp hat, ja, dieses geschwollene ER, und eine SEC1-Mutante miteinander kreuzen. Dann hat man eine SEC1-SEC18-Doppelmutante. Okay? Und diese SEC1-SEC18-Doppelmutante hat denselben Phänotyp wie die SEC18-Einzelmutante und nicht den Phänotyp, den die SEC1-Mutante hat. Ja, ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Das bedeutet, aus diesem rein genetischen Experiment können Sie dann den Schluss ziehen, dass SEC18 im sekretorischen Pathway vor SEC1 funktionieren muss. Das heißt, die Funktion von SEC18 ist wichtig dafür, dass diese Vesikel gebildet werden. Und die Funktion von SEC1 ist wichtig dafür, dass diese Vesikel wieder verschwinden und konsumiert werden können an der Zielmembran. Ist klar? Sowas bezeichnet man als Epistasis-Analyse, eine genetische Epistase-Analyse. Man reiht die Mutanten, die man in einem Screen identifiziert, anhand ihrer Funktion. Und mit Hilfe dieser Analysen, das ist dann systematisch für alle 23 Mutanten durchgezogen worden, konnten sie den Secretory Pathway in Yeast beschreiben. Scheckmann und Novick. Und der Erfolg ihrer Arbeit war, dass sie zeigen konnten, welche Proteine dafür verantwortlich sind, dass Vesikel gebildet werden und welche Proteine dafür verantwortlich sind, dass diese Vesikel wieder konsumiert werden, sprich mit der Zielmembran fusionieren können. Und diese genetischen Experimente von Novick und Scheckmann haben eben
zusammen mit den Experimenten von Rothman, die wir als nächstes besprechen werden, sozusagen das Paradigma. Ein Paradigma ist ein Set von Konzepten zugrunde gelegt, die für die meisten vesikulären Transportprozesse in der Zelle verantwortlich sind. Gibt es zu den genetischen Experimenten von Ihrer Seite Fragen? Was glauben Sie, wäre mit dieser Arbeit passiert, wenn all diese Gene nur spezifisch für Hefe gewesen wären? Hätte es irgendjemanden interessiert? Nein, vermutlich nicht. Aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass all diese Gene, all die SEC-Gene, die hier identifiziert und alle 23 evolutionär hochkonserviert sind und in allen eukaryotischen Spezies natürlich mit Variationen, aber dennoch vorhanden sind. Das heißt, der Pathway, den die beiden identifiziert haben, war noch dazu evolutionär hochkonserviert. Ja? Das war, ist ganz wichtig, wenn man mit Modellorganismen arbeitet, dass man versucht zu zeigen, dass diese Pathways nicht nur spezifisch für diese Spezies sind. Das macht es nicht unbedingt uninteressanter, aber es ist natürlich der Impact auf das gesamte Wissenschaftsfeld größer, wenn man zeigen kann, dass das evolutionär konserviert ist und in mehreren Spezies ähnlich fungiert. Gut, als nächstes möchte ich mit Ihnen kurz die Experimente von Jim Rothman besprechen und wie Jim Rothman die Maschinerie identifiziert hat, die für vesikuläre Transportprozesse verantwortlich ist. Wie gesagt, Rothman hat einen ganz anderen Approach verwendet. Jim Rothman und seine Mitarbeiter, Eric Fries unter anderem, haben eine biochemische Herangehensweise verwendet. Und dazu brauchen Sie ein paar Hintergrundinformationen, damit Sie diese Experimente verstehen können. Also womit die gearbeitet haben, war zunächst mal mit einem viralen Protein, einem Protein des sogenannten Vesicular Stomatitis Virus Glycoprotein. Dieses Protein, wussten Sie, kann ins ER inseriert werden und wird vom ER über den Golgi an die Plasmamembran transportiert. Und dieser Transportweg war sehr gut verstanden. Und man wusste auch, dass dieses VSVG-Protein sowie viele andere Proteine posttranslational modifiziert wird. Und zwar wird es im endoplasmatischen Retikulum glykosyliert und im Golgi glykosyliert. Können Sie sich noch daran erinnern, welche Glykosylierungsreaktionen im endoplasmatischen Retikulum stattfinden? Ist das eine N-Glykosylierung oder eine O-Glykosylierung im endoplasmatischen Retikulum? Genau. Florian Schnitzer antwortet korrekt, N-Glykosylierung, genau, die O-Glykosylierung findet im Golgi statt. Also die werden glykosyliert im ER, werden aus dem ER transportiert und im Golgi-Apparat maturiert dann diese Glykosylierung durch eine sogenannte Glykosyltransferase. Und dann wird diese Glykosylierung resistent gegen ein spezifisches Enzym, das heißt Endoglykosidase H. Okay? Das ist wichtig zu wissen, damit Sie diese Experimente nachvollziehen können. Es gibt aber eine Zelllinie, eine sogenannte CHO. Wissen Sie, wofür CHO steht? CHO-Zelllinie. CHO ist Chinese Hamster Ovary Cell. Genau, Charlotte Schwarzer beantwortet es korrekt. Chinese Hamster Ovarian Cell Line. Genau. Also CHO. Fragen Sie mich nicht. Ich frage mich jedes Mal, wie man darauf gekommen ist, genau diese Zellen zu benutzen. Ich weiß es nicht. Chinese Hamster Ovaries. Soll so sein. Aber egal. Es gibt diese Zelllinie. Es ist eine Zelllinie, die sehr häufig verwendet wird in der Zellbiologie. Und da gibt es einen bestimmten Klon, und zwar den Klon 15b. Und dieser Klon 15b trägt eine spezifische Mutation. Und zwar fehlt diesem Klon 15b dieses Enzym, die UDP, Gallnarglykosyltransferase 1. Dieses Enzym ist dafür verantwortlich, dass VSVG im Golgi modifiziert wird, sodass dieser Endo-Age-resistente Komplex entstehen kann. Okay? Das heißt, in diesen CHO15B-Zelllinien bleibt VSVG immer Endo-Age-sensitiv. Ja, das war
wichtig für alle Assays, die Rothman am Anfang mit seinem Team durchgeführt hat. Und was die zeigen konnten in der ersten Arbeit ist, dass wenn man 15 B-Zellen mit VSVG infiziert, einen Zellextrakt herstellt und diesen Zellextrakt mischt mit Wildtypzellen, dann wird dieses VSVG-Protein wieder endo-age-resistent. Das heißt, VSVG, das in diesen 15 B-Zellen produziert wird, kann über vesikuläre Transportprozesse mit dem Golgi der Wildtypzellen fusionieren und dann modifiziert werden. Damit haben sie einen Transport-Assay etabliert, indem sie den Transport von VSVG vom ER zum Golgi nachvollziehen können. Okay? Das war mal wichtig. Wie haben sie das gemessen? Das stellt sich so dar, dieses Experiment. Also hier sehen Sie VSVG, entweder endo-age-resistent oder endo-age-sensitiv. Und wenn Sie den Transport starten aus dem ER, ist zunächst immer das gesamte VSVG endo-age-sensitiv. Mit der Zeit aber, so nach 20, 30 Minuten, beginnen die ersten endo-age-resistenten Banden aufzutauchen. Das ist ein klarer Hinweis dafür, dass dieses Protein vom ER in den Golgi transportiert wurde. Okay? Und mit diesem Assay können Sie jetzt natürlich, nachdem das alles in vitro abläuft, in Zellextrakten, können Sie diese Zellextrakte manipulieren. Sie können Zytoplasma zugeben, Zytoplasma entfernen. Klar konnten Sie zeigen, dass dieser Prozess Proteine aus dem Zytoplasma braucht. Sie können testen, ist dieser Transportprozess energieabhängig, braucht der ATP, klar braucht der ATP. Sie können Chemikalien dazu reinwerfen, um zu testen, welche Chemikalien inhibieren diesen Transportweg. Und erinnern Sie sich, vielleicht haben wir das in einer Vorlesung besprochen, sonst haben Sie es mit dem Kollegen Huber auf jeden Fall besprochen. In dem Moment, in dem Sie eine Substanz, die nennt sich NEM, N-Ethylmalamid, zu dieser Reaktion zugegeben haben, sind auch keine endo-age-resistenten Zucker mehr aufgetreten. Das heißt, es gibt in diesem Extrakt ein Protein oder mehrere Proteine, die NEM-sensitiv waren. Und das hat zur Identifizierung von NSF geführt, diesem Faktor, der für die Membranfusionen verantwortlich ist. Und das in weiterer Folge hat dazu geführt, dass Rothman auch die SNARE-Proteine identifizieren konnte, alles basierend auf diesen ursprünglichen Assays. Ja, hier ist dieser Assay nochmal dargestellt. Also hier sind diese VSVG-infizierten 15B-Mutanten. Und der Assay war, dass sie den Transport vom Donor-Compartment aus den VSV-infizierten 15B-Mutanten in das Acceptor-Compartment von den uninfizierten Wildtypzellen nachverfolgen konnten. Ja, hier ist dieser Assay mit den resistenten und sensitiven Zuckern nochmal dargestellt. Ist das soweit klar? Das heißt, das ist die biochemische Herangehensweise an das Transportproblem. Und dann durch eine Reihe von Arbeiten konnten Rothman und Checkman Schritt für Schritt die unterschiedlichen Komponenten identifizieren. Zum Beispiel hat Rothman zuerst gesehen, dass hier ein Code gebildet wird in diesen Transportreaktionen. Ja, hier sieht man Vesikel. Hier sind elektronenmikroskopische Aufnahmen und um diese Vesikel sind Codeproteine, die relativ regelmäßig aussehen. Und hier hat man gesehen, wie sich diese Codeproteine assemblieren auf Golgi-Strukturen. Ja? Das hat sich dann herausgestellt, dass das der sogenannte COP1-Code ist. Das war der erste Code, der für den retrograden Transport vom Golgi zum ER identifiziert wurde. Der wurde als COP1 bezeichnet. Im Vergleich dazu sehen Clutterin-Coated Vesicles, das sind die hier, ganz anders aus. Ja. Die sind kleiner und haben diesen typischen Clutterin-Code und das sind diese COP1-Coated Vesicles. Scheckman hat dann gleichzeitig fast den sogenannten COP2-Code identifiziert. Der COP2-Code war jener Code, der dafür verantwortlich ist, dass Transportprozesse vom ER zum Golgi stattfinden können. Und durch genetische Experimente und auch durch In-vitro-Rekonstitutionsexperimente konnten die dann zeigen, dass diese COP2-Vesikel alle ungefähr gleich groß sind,
60 bis 65 Nanometer und dass der Code ungefähr so 10 Nanometer dick ist. Und das ist etwas, was all diese Code-Proteine, sowohl COP1, COP2 als auch Cluttering-Codes gemeinsam haben. Durch ihre Eigenschaften definieren sie ungefähr die Größe der Transportvesikel, in die Cargo-Proteine verpackt werden können. Nochmal darauf zurückzukommen, warum wir eigentlich da sind. Kollagen ist 300 Nanometer groß. Das bringen Sie in diesen Vesikeln nicht unter. Okay? Aber kommen wir nochmal, bleiben wir noch weiter hier. Also, das ist so das Paradigma gewesen. Er konnte dann zeigen, welche Proteine dafür verantwortlich sind, dass dieser COP2-Code gebildet wird. Und Sie haben 5 Proteine dafür gebraucht. Eines davon ist eine GTPase. Das ist SAR1. Den SEC13, SEC31-Komplex und den SEC23, SEC24-Komplex. Und das konnten Sie in vitro rekonstituieren. Ich will Ihnen das jetzt kurz erklären, wie Sie das gemacht haben, weil das ist, diese In-vitro-Rekonstitutionsexperimente zeigen, dass ein minimales Set an Proteinen einen bestimmten biologischen Prozess katalysieren kann. Und zwar läuft dieses Experiment wie folgt. Man nimmt Liposomen, das heißt artifizielle Lipidmembranen. Diese artifiziellen Lipidmembranen inkubiert man mit rekombinanten Proteinen. Wenn man beispielsweise SAR1 dafür verwendet, SEC23 und SEC24, SEC13 und SEC31 und man ein nicht hydrolysierbares GTP-Analog dazu gibt, dann sieht man, dass alle Komponenten beinahe stöchiometrisch an diese Vesikel binden. Ja? Entschuldigung. Wenn man jetzt zum Beispiel SAR1, also diese GTPase, weglässt, in dieser Reaktion, ist das Binden von SEC13, 31 und 23, 24 äußerst limitiert. Okay? Das heißt, SAR1 erhöht die Effizienz der Bindung von diesen Code-Komponenten dramatisch. Lässt man SEC23 und SEC24 weg, kann zwar SAR1 GTP binden, aber SEC13 und SEC31 nicht mehr. Das heißt, man kann folgenden Schluss ziehen. SAR1 muss GTP gebunden sein. GTP gebundenes SAR1 kann dann direkt SEC23 und SEC24 rekrutieren. Und SEC23 und SEC24 rekrutiert dann den SEC13 und die SEC31 Komponente. Ja? Das haben sie dann in allen Variationen durchdekliniert. Damit können sie dann den Prozess rekonstituieren. Und was viel erstaunlicher ist, wenn Sie dann unter dem Elektronenmikroskop nachgesehen haben, wie diese Vesikel aussehen, dann sehen Sie, dass unter diesen artifiziellen Vesikeln, dass sie eigentlich absolut ident aussehen, wie die Vesikel, die Sie auch in den Zellen sehen, mit dem Code und allem drum und dran. Das heißt, diese 5 Proteine sind ausreichend dafür, um einen COP2-Vesikel, der auch noch die Größe hat, die diese COP2-Vesikel in Zellen haben, auszubilden. Dann spricht man von einer Rekonstitution eines biologischen Prozesses in vitro. Ja, das heißt, sie sind von der Genetik, wo sie diese Gene identifiziert haben, 1980, 18 Jahre später, das ist enorm schnell, muss man sagen, haben sie diesen Prozess, diesen ersten Vesikel Formationsprozess im vesikulären Transport, im sekretorischen Weg rekonstituiert. Und das hat dann eben dazu geführt, dass man ein Set an Regeln definieren konnte, das zur Ausbildung des COP oder Code Assemblies führt. Eine GTPase, SAR1, muss aktiviert werden. SAR1 inseriert mit einer amphipathischen Helix in die Membran, wird durch den GEF-SEC12 hier aktiviert. Ja, GDP wird ausgetauscht zu GTP. Aktiviertes SAR1 rekrutiert dann den SEC23-SEC24-Komplex. SEC24 kann als Cargo-Rezeptor fungieren und kann mit anderen Transmembranproteinen interagieren und sorgt somit dafür, dass diese Transmembranproteine in den wachsenden COP-Code integriert werden können. Und SEC1331 assembliert dann als äußere Schicht dieses COP-Codes. Und diese geordnete Assemblierungsreaktion
generiert dann zuerst einen Patch auf der Membran und dieser Patch wächst dann in diesen Code und der deformiert die Membran und führt dazu, dass sich der Vesikel abspalten kann von der Donormembran. Und durch die langsame GTP-Hydrolyse von SAR1 fällt der Code dann auch irgendwann mal ab und es kommt zum Uncoating. Dieses Uncoating ist wichtig, weil diese Vesikel ja auch mit der Zielmembran fusionieren müssen. Und solange der Code auf einem Vesikel drauf sitzt, kann diese Fusion nicht stattfinden. Gut, heute kennt man relativ genau die Struktur dieser Codes. Man kann die in vitro und in vivo nachstellen. Das heißt, man versteht diese Vesikeltransportreaktion sehr gut. Ja? Hier ist es nochmal in anderen Bildern dargestellt. Gut, aber jetzt stehen wir vor dem Problem. Und damit hat man im Prinzip den ersten Schritt im Transportweg definiert, der aus allen eukaryotischen Zellen herausführt. Kotranslationale Insertion ins ER, Faltung von Proteinen, denn nur korrekt gefaltene Proteine können das endoplasmatische Retikulum verlassen und dann Formierung von COP2-Vesikeln. So. COP2-Vesikel, ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, haben einen Durchmesser von 60 bis 65 Nanometern. Pro-Kollagen hat eine Länge von 300 Nanometern und das ist auch als Pro-Kollagen nicht besonders biegsam. Das heißt, schlicht und ergreifend, das passt nicht in COP2-Vesikel. Noch dazu ist Prokollagen im Lumen des endoplasmatischen Retikulums und kann nicht mit dem COP2-Code interagieren. Also, wie kommt Prokollagen aus den Zellen raus? Wie ist es sekretiert? Immerhin 25% unserer Proteinmenge ist Prokollagen und nachdem man geglaubt hat, man versteht vesikulären Transport, steht man vor dem Dilemma, dass man nicht weiß, wie Prokollagen aus Zellen kommt. Was würden Sie machen, um herauszufinden, wie Prokollagen aus Zellen kommt? Wenn Sie ein Experiment dafür machen könnten. Einen genetischen Screen, genau. Ich würde das auch machen und zwar in einem Modellorganismus, der extrazelluläre Matrix sekretiert, also entweder in humanen Zellen oder in Zellen von anderen vielzelligen Organismen. Und durch solche genetischen Screens ist ein Protein identifiziert worden, das Tango 1 heißt. Und man hat herausgefunden, dass dieses Protein Tango 1 essentiell ist für die Sekretion von Kollagen 7. Und es stellt sich heraus, dass Tango 1, hier sieht man die Struktur von Tango 1, mehrere Voraussetzungen erfüllt, um Kollagen sekretieren und mitzuhelfen, Kollagen zu sekretieren. Tango 1 ist ein Transmembranprotein, hier ist die schematische Struktur dargestellt. Es hat eine Domäne, die mit den COP2-Komponenten interagiert, die ist im Zytosol. Dann hat es zwei sogenannte Coiled-Coil-Domänen. Dann eine Transmembrandomäne und dann einen relativ langen Teil, der im Lumen des endoplasmatischen Retikulums ist. Und was ganz außergewöhnlich ist, dieser lange luminale Teil enthält eine SH3-Domäne. SH3-Domäne, wissen Sie, was SH3-Domänen sind? Haben Sie bestimmt schon mal in Signaltransduktionsvorlesungen gehört. SH2 und SH3-Domänen sind sogenannte Sark-Homology-Domänen und das sind ganz, ganz wichtige Proteindomänen, die für Protein-Protein-Interaktionen eine Rolle spielen und normalerweise sind die im Zytoplasma vorhanden. Aber dieses Tango-1-Protein hat eine SH3-Domäne, die im Lumen ist und diese SH3-Domäne interagiert mit Prokollagen im Lumen des endoplasmatischen Retikulums und kontaktiert auf der anderen Seite COP2-Komponenten. Ja? Also das war der perfekte Kandidat dafür, der die Sekretion von Kollagen aus eukaryotischen Zellen organisieren kann.
Und wenn man Tango1 depletiert, zum Beispiel mit siRNA-Experimenten, inhibiert man den Export vom Procollagen aus dem endoplasmatischen Retikulum. Jedoch nicht beispielsweise den Export von Procollagen 1 oder ganz generell Proteinsekretion. Das heißt, Tango1 scheint eine relativ selektive Rolle für die Sekretion von Procollagen 7 zu spielen. Ja, nicht aber für eins oder für andere Kollagene. Erinnern Sie sich, es gibt viele unterschiedliche Kollagenvarianten. Gut, wie funktioniert das jetzt oder was sind die Phänotypen von, wenn man Tango1 in Mäusen ausnockt? Wenn man Tango1 in Mäusen ausnockt, dann sind diese Mäuse relativ viel kleiner, also das MIA-3 ist das gleiche wie Tango1. Das sind einfach zwei unterschiedliche Namen. Die Mäuse sind deutlich kleiner, sterben perinatal und haben ganz schwere Skin-Haut-Defekte und auch Defekte in der Ausbildung von Knochen. Und die haben ganz schwere Defekte in der Sekretion von einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Kollagenen, unter anderem Kollagen 1, 2, 3, 5, 7 und 9. Und diese Knochendefekte erinnern sehr an Osteogenesis imperfecta, die Erkrankung, die wir am Freitag miteinander besprochen haben. All diese Phänotypen kombiniert stellen Aspekte nach von Defekten in der Ausbildung von extrazellulärer Matrix und in der Produktion und der Sekretion vor allem von Kollagen. Was ist das derzeitige Arbeitsmodell, wie Tango1 funktioniert? Also schauen wir uns das mal an. Also Tango1 definitiv ist wichtig für die Sekretion von Kollagenen. Wie funktioniert das? Also Tango1 ist hier dieses blaue Molekül, das hier sowieso lange Stangen dargestellt wird. Hier ist Kollagen im Lumen des ERs. Tango1 interagiert mit Kollagen und organisiert eine Art Ring auf der Oberfläche des endoplasmatischen Retikulums und verlängert, wenn man so will, die Membranoberfläche und die Rekrutierung des COP1-Codes und verzögert gleichzeitig die Komplettierung des COP-Codes. Und dadurch kann ein sehr großes Transportvesikel aus dem ER hinauswachsen. Und um das Wachstum dieses Transportvesikels erleichtern zu können, müssen zusätzliche Membranen aus dem Golgi zurückrecycelt werden, sogenannte COP1-positive Membranen, die hier die Membranen spezifisch zufüttern. Das heißt, dieses Tango1 gemeinsam mit COP2-Komponenten organisiert die Ausbildung von sogenannten Megacarriern. Und diese Megacarrier transportieren dann die Kollagene aus dem ER. Ja, hier sieht man das nochmal in einer etwas anderen schematischen Darstellung. Tango1 interagiert mit Procollagen und führt dazu, dass diese großen Vesikel aus dem ER hinauswachsen können. Und dazu gibt es jetzt mehrere weitere interessante Überlegungen. Also entweder werden dann diese Megacarrier produziert, das heißt selbstständige Vesikel, die für kurze Zeit existieren, bis sie mit dem Golgi fusionieren. Oder aber, und im Feld ist das zurzeit der favorisierte Mechanismus, obwohl es dafür keine direkten Beweise gibt, aber das sind Modelle, die getestet werden. Was hier passiert, ist, dass direkter Kontakt zwischen dem endoplasmatischen Retikulum und dem Golgi hergestellt wird, sodass diese Procollagene durch einen Tunnel, wenn Sie so wollen, zwischen dem ER und dem Golgi transportiert werden können, ohne dass es vesikuläre Zwischenschritte gibt. Was glauben Sie, ist die größte Challenge an diesem Modell hier? Das ist nicht unumstritten, muss ich dazu sagen, dieses Modell. Es gibt mit diesem Modell tatsächlich auch Probleme. Und eines, was glauben Sie, ist eines der größten Probleme mit diesem Modell? Oder was würden Sie meinen? Was könnte das sein? Erinnern Sie sich an die Eigenschaften des endoplasmischen Retikulums? Was ist im endoplasmatischen Retikulum anders als beispielsweise im Golgi? Der pH-Wert? Ja, weiß ich gar nicht, ob der so anders ist. Aber ja, vielleicht leicht, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Was sind denn so die Hauptkalziumspeicher in eukaryotischen Zellen?
Genau, das endoplasmatische Retikulum. Das heißt, wenn hier besonders hohe Kalziumkonzentration ist und die Kalziumkonzentration im Lumen des Golgi niedriger ist, dann würde in dem Modell es ja dazu führen, dass diese Kalziumkonzentration in dem Moment, in dem dieser Tunnel geöffnet wird, äquilibriert. Okay? Das ist eines der Hauptprobleme dieses Tunnelmodells, ist, dass die Identität und die Kompartmentalisierung, sozusagen die klassische George-Pallade-Kompartmentalisierung von eukaryotischen Zellen, durch dieses Modell ein wenig in Frage gestellt wird. Und darum finde ich es eigentlich sehr spannend, darüber nachzudenken, ob es nicht doch so sein könnte, dass manchmal Tunnel zwischen Organellen aufgehen und Organellen einander direkt kontaktieren können, ohne dass Transportvesikel erstellt werden müssen. Denn am Ende des Tages ist es ja eigentlich so, dass nur das Timing der Membranscission bestimmt, ob so ein Transportvesikel erstellt wird. Ja? Was meine ich damit? Damit meine ich eigentlich, dass je nachdem, wann die Membran zuerst geschnitten oder fusioniert wird, entsteht ein Transportvesikel oder ein Tunnel. Ja? Also wenn die Fusion mit dem Golgi stattfindet, bevor die Fission stattfindet, geht der Tunnel auf. Und wenn diese Cuts vorher stattfinden und der Transportcontainer zuerst released wird, geht dieser Tunnel zu. Ja? Das heißt, indem man determiniert, wann und wo Membranen fusionieren und getrennt werden, determiniert man auch, ob Verbindungen zwischen Compartments auf und zugehen oder aber ob Transportvesikel erstellt werden. Und ich finde es relativ spannend, darüber nachzudenken, weil das natürlich die Art und Weise, wie man über Zellbiologie und Kompartmentalisierung von Zellen nachdenkt, auch verändert wird dadurch. Gut, dazu gibt es noch weitere Aspekte, wenn man mal sowas entdeckt hat und herausfindet, dass tatsächlich eine eigene Maschinerie für die Sekretion von besonders großen Proteinen aus dem endoplasmatischen Retikulum gibt, wie zum Beispiel Kollagenen, dann kann man auch weiter versuchen, diese Maschinerie aufzuklären. Und ich habe Ihnen gesagt, Sie brauchen auch zusätzliche Vesikel und zusätzliche Reaktionen, damit diese ER-Exit-Sites oder ERES für das Prokollagen besonders groß werden können. Und ein Protein, das dabei eine wichtige Rolle spielt, ist das sogenannte TRAPC2-Protein oder Sedlin. Das interagiert direkt mit Tango und ist dafür verantwortlich, dass die Inaktivierung von SAR1 relativ schnell stattfindet. Und dadurch, dass die Inaktivierung von SAR1 relativ schnell stattfindet, wächst diese Membran immer weiter und die Scission wird verzögert. Das heißt, dieser Vesikel kann sehr groß werden. Wenn dieses TRAP2-Protein nicht vorhanden ist, dann können sich diese großen Megakaryere oder diese Tunnel oder je nachdem, was auch immer passiert, nicht ausbilden. Und der Verlust von TRAP2 führt dazu, dass Procollagen 2 nicht mehr sekretiert werden kann und dann eine spezielle Erkrankung, diese SEDT, kurz, ausgebildet werden kann. Ja, das ist ein Zungenbrecher. SEDT, eine besondere Erkrankung, die aufgrund von Mutationen in TRAP2 ausgelöst wird, entsteht, weil Procollagen 2 nicht sekretiert werden kann. Prävalenz ist relativ niedrig mit 1 in 150 bis 200.000 Geburten. Was passiert mit dem Procollagen 1 oder 2, Entschuldigung, in diesen Mutanten? Das akkumuliert im endoplasmatischen Retikulum, wird teilweise über das ER-Associated Degradation System abgebaut und andererseits teilweise über ER-Phagy. ER-Phagy ist eine spezielle Form von Autophagie, die selektiv bestimmte Bereiche, gestresste Bereiche des endoplasmatischen Retikulums verdauen kann und ins Lysosom zum Abbau transportieren kann. Gut, was sind die Kennzeichen dieser Erkrankung? Der Name dieser Erkrankung, Spondyloepiphyseal Dysplasia Tarda, deutet darauf hin, dass Knochen im Rückenmark oder an der Wirbelsäule und die Enden von langen Knochen, wo die Epiphysen sitzen, in den Armen und vor allem in den Beinen, Defekte aufweisen. Und Personen, die Mutationen in diesem TRAP2-Gen haben, haben meistens eine kleinwüchsige Natur und Deformierungen im
Bereich der Wirbelsäule und auch relativ kurze Oberarme und kurze Unterarme. Bei der Geburt haben diese Patienten meistens relativ normale Proportionen und der Onset, der Ausbruch der Erkrankung und die ersten phänotypischen Kennzeichen kommen so zwischen 6 und 10 Lebensjahren. Dann wächst wächst die Wirbelsäule nicht mehr richtig mit und die Extremitäten wachsen dennoch weiter und dadurch ergeben sich natürlich relativ starke Missformungen, wie zum Beispiel ein Buckel oder eine Biegung der Wirbelsäule und osteoarthritische Erkrankungen in den Hüften und Knien. Die Patienten werden relativ alt, können 40 bis 60 Jahre alt werden, aber haben natürlich ständig mit diesen Erkrankungen zu kämpfen. Und hier sehen Sie die Ausprägung dieser Erkrankung, wie hier diese Wirbel einfach nicht richtig ausgebildet werden. Gut, Behandlung dieser Erkrankung ist eigentlich hauptsächlich symptomatisch und unterstützend. Meistens kriegen die Patienten auch irgendwann mal eine Hüfte ersetzt, irgendwo so um die 40, 50 herum, was relativ früh ist für eine künstliche Hüfte. Gut, und damit sind wir auch am Ende der Zellbiologie 3 Vorlesung. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige zelluläre Aspekte von Erkrankungen näher bringen. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen auch ein bisschen erklären, wie wichtig Grundlagenforschung ist, um auf Erkrankungsmechanismen draufzukommen, um zu verstehen, wie Erkrankungen ausgelöst werden und wie viel Entdeckungspotenzial es auch immer noch gibt bei all diesen, vor allem auch monogenetischen Erkrankungen, die uns im Prinzip auch wiederum umgekehrt neue Aspekte der Zellbiologie näher bringen. Und das wird auch oft als Disease Discovery Cycle bezeichnet oder vom Bench to Bedside and Back, ja, wird auch so öfter mal so bezeichnet. Das sind so die grundlegenden Punkte, die wir mit Ihnen in der Zellbiologie 3 Vorlesung besprechen wollten, damit Sie auch eine Idee dafür kriegen, welche Erkrankungen interessante zellbiologische Phänomene zugrunde liegen und wie man davon für Zellbiologie was lernen kann und umgekehrt die zellbiologische, molekularbiologische und genetische Forschung zum Verständnis von Erkrankungen beiträgt. Haben Sie noch Fragen zu der Vorlesung? Wenn nicht, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Entschuldige mich nochmal für die Telefonanrufe, aber das waren leider wichtige private Dinge, die ich nicht aufschieben konnte. Gestern hätte ich das gemacht. Bedanke mich nochmal bei Ihnen für die Vorlesung, auch für die Mitarbeit und hoffe, Sie können noch das restliche Semester genießen. Gut, dann sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ja, Prüfungstermin haben Sie mit dem Professor Huber ausgemacht. Spätestens dann bei der Prüfung werden wir uns vermutlich sehen. Gut, vielen Dank und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut und einen schönen Tag.